Also ich habe hier ein Morph. Wenn ich mir das Ganze in 3D anschaue, das wird mir klatschen der Schoß, aber es ist egal, ein relativ komplexes Objekt. Wenn ich jetzt ein Bibliothekselement daraus mache, ich habe jetzt mal geschaut, dass der Nullpunkt der Zeichnung genau in der Achse ist, dann wird es ein bisschen leichter für mich. Also wenn ich ein Bibliothekselement daraus mache, markieren, Ablage, Bibliotheken und Objekte, Auswahl sichern als Objekt. Nenne es einfach Sessel. Eigener. Die wird dann in der eingebetteten Bibliothek reinkommen. Ich sichere das mal, so wie es ist, und sage okay. Und wenn ich es jetzt einsetze, dann stören mich natürlich diese vielen Konstruktionslinien. Ich möchte das einfacher haben. Das heißt, ich nehme dieses neue Bibliothekselement, öffne es unter Ablage Bibliotheken und Objekte. Objekt öffnen, dieser Kurzbefehl, und habe jetzt hier die Parameter vor mir. Hier habe ich ein Master-Skript, nichts drinnen. Ich habe ein 3D-Skript, mehr oder weniger die ganzen Formen lasse ich auch in Ruhe. Im 2D-Skript ist auch relativ viel drinnen und das schmeiße ich raus. Steuerung A entfernen, dass gar nichts drinnen ist. Und es gibt noch ein 2D-Symbol. Gehe nochmal zurück. Und 2D-Skript, 2D-Ansicht. Und hier kann ich, na, war falsch. Nochmal zurück. 2D-Symbol. Hier habe ich ja die Zeichenwerkzeuge und kann mein eigenes meine eigene Zeichnung reingeben. X,5, Y,5. Das war ganz falsch. Zurück. Ich bin ein bisschen zu klein. So. 0,5. Jetzt möchte ich vielleicht hinten die Linie dran geben. Und das soll das ganze Symbol sein, allerdings leer. Und jetzt das Ganze noch in die Mitte. So. Speichere ich ab. Gehe in Grundriss. Und habe jetzt dieses Symbol drinnen. Es ist jetzt schon verschoben. Da habe ich einen Fehler gemacht. Ist jetzt schon verschoben. Man kann sich das ansehen, ob das verschoben ist, indem man einfach, ich gehe nochmal rein, in das 2D-Skript. 233-270-2 reinschreibt, dann wird nämlich alles aus dem 3D ins 2D projiziert, dann sieht man es übereinander. Ich speichere das kurz mal ab, Steuerung S, gehe in den Grundriss. Okay, also muss ich das zurücksetzen. 2D-Symbol, das heißt, das hätte ich nicht verschieben sollen. Gehört hier hin. Und kann hier im 2D-Skript das zum Beispiel zur Probe drinnen lassen, aber mit einem Rufzeichen versehen, dann wird es nicht ausgeführt. Steuerung S. Und schon habe ich ist eine sehr einfache Darstellung des Ganzen und trotzdem im 3D ein komplexes Objekt. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Viel Erfolg!